Helge Schneider. Letzte Nacht ist Michael Jackson verstorben. Ja, hab ich gesehen. War das für dich ein Musiker, der eine Relevanz hatte? Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt zwar nicht jetzt musikalisch von ihm beeinflusst, bin ein bisschen älter. Aber ich weiß noch, als ich so 15 war, da hatte er so schon Hits draußen. Also, was weiß ich, My Sweet Lollipop zum Beispiel. Little Michael Jackson hieß er damals. Eigentlich immer noch Michael Jackson. Sweet Lollipop kenne ich jetzt nicht. Ne? Eins der wenigen Lieder von Michael Jackson, die man nicht kennt. Mal, stimmt ja gar nicht. Ich meine nicht Vico Toyani. ABC. ABC. Ich hab den klingt ja so ähnlich. Das waren die Jacksons übrigens. Das waren die Jacksons. Ja, die legendären Jacksons. Völlig durcheinander. Früher Jackson 5 übrigens. Genau, genau. Jetzt weiß ich wieder. Genau, ABC. Und dann, sagen wir mal, in den 80er Jahren ist er ja wahnsinnig berühmt gewesen, geworden. Aber eigentlich schon seit den frühen 60ern als Jackson 5 oder so. Also das hat mich schon immer irgendwie begleitet, will ich jetzt nicht sagen. Aber ich wusste immer was davon. Sind Sie betroffen? Ich bin natürlich betroffen, weil er war ja noch eigentlich noch nicht so alt, 50 Jahre alt. Und ich bin jetzt im Nachhinein, war ich dann auch in 80ern Fan, sicherlich von den Sachen, die er vorher schon gemacht hat. Und er hat wirklich auch super gesungen, fand ich. Und auch nachher, als er jetzt, sagen wir mal, wenn alle gesagt haben, die Stimme ist weg und so, das fand ich jetzt, das war seine eigene Art, das zu interpretieren, was er da gemacht hat. Und er war einfach ein toller Musiker, fand ich eigentlich bis zum Schluss. Ja, aber gleichzeitig bin ich auch nicht geschockt darüber, nee, dass jemand, der so legendär ist, auch stirbt plötzlich. Und zwar auf so eine, einfach so, ja. Ich habe es gestern im Fernsehen gesehen, da war das noch gar nicht klar. Da habe ich so ein bisschen mich dran geblieben am Fernsehapparat, habe Tagesthemen geguckt und dann war das klar. Für wen war das denn? Also ich weiß noch, als ich hörte, John Lennon ist ermordet worden, ja, da war es für mich ein trauriger Tag. War das für jemanden in der Runde? Also du müsstest doch eigentlich Jackson-Fan gewesen sein oder zumindest war es deine Zeit. Das war meine Zeit. Ich war auch nicht der Superfan, aber wer den Moonwalk konnte, bei den ersten Knutschpartys hatte, bei den Mädels immer gute Karten. Ich konnte den Moonwalk nie, aber das hat sich ausgeglichen. Hat sich ausgeglichen. Ja. Mirja, kannst du die Jungs, die den Moonwalk konnten? Ja. Und hatten die schon. Dann hat man die dann mal geküsst und dann war es schon wieder meistens vorbei. Weil die dann nur den Moonwalk konnten, aber sonst nichts. Das ist auch nicht so schön. Nee. Die Vermögensverhältnisse von Michael Jackson und die Vermögensverhältnisse von Helge Schneider sind in etwa vergleichbar. Die Zuschauer, die jetzt lachen, laut meiner Aufzeichnung. Die Zuschauer, die jetzt lachen, wissen nicht, denn wenn man das Buch liest, Helge Schneider, Bonbon aus Wurst, dann stellt man fest, dass du in Verhältnissen lebst, die sind wahrscheinlich in Deutschland sonst nur bei Thyssens oder wenn überhaupt. Oder wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Eigentlich nicht anzutreffen. Ja. Die sind, glaube ich, auf der ganzen Welt nicht anzutreffen, die Verhältnisse. So reich bist du? Ja, reich. Unermesslich. Also, ja, weil ich das Geld nicht zähle, weil es für mich einen anderen, was hat für mich einen anderen Wert. Ja, also, die Frage ist ja, wie ist das viele unermessliche Vermögen entstanden, was ich der Lektüre zu verdanken habe. Du hast Elvis Presley unter anderem von der Bühne gesungen. Ja, das ist aber schon länger her. Da war ich noch ein kleiner Bub, als Siebenjähriger. Bist du schon mit Elvis aufgetreten? Ja. Also unberechtigterweise. Mein Vater war damals dagegen, aber das ist irgendwie so gekommen. Ich saß in der ersten Reihe, hat mich auf die Bühne geholt und dann habe ich mitgesungen und dann war er sehr begeistert davon. Das steht in meinem Buch. Ja, ja, ich weiß, ich beziehe mich ja auf das Buch. Du hast auch... Du musst ja irgendwas schreiben, ne? Du musst irgendwas schreiben, ja. Du warst der Schlagzeuger von Benny Goodman, dem berühmten Klarinettisten. Da habe ich aber den ganz anders in Erinnerung, so von der... Von der Physiognomie. Von der Physiognomie, also gesichtstechnisch. Ja, mit Maske. Ich habe eine Maske aufgesetzt. Also Maske.
Sag mal, Hubertus, hast du das Buch gelesen? Ja, klar. Sag mal ehrlich, glaubst du das alles? Ich glaube das absolut. Ja, ich glaube, weil ich weiß ja, weil ich, sind ja auch, und zwar, Helge, ich kann auch sagen, hier sind ja Bilder drin. Die das belegen. Die das belegen. Also hier ist zum Beispiel, die Bilder sind alle von hundsmiserabler Qualität, fototechnisch, würden wir einen anderen Verlag nehmen. Aber hier ist zum Beispiel, das ist der Springbrunnen. Ich weiß nicht, der Springbrunnen im Vorgarten. Mhm. Und es gibt noch eine andere, die Baustelle, wo gerade, jetzt finde ich natürlich das so schnell, die Baustelle, wo in Istanbul dein Penthouse gebaut wird, wo sogar nachts weiter gebaut wird, damit irgendwie, wie viele Zimmer hat das Penthouse in Istanbul? Also 160 oder so, vielleicht, ich weiß nicht, könnte sein. Ja, ich glaube das. Ja. Nee, das finde ich selber, aber wichtig. Du hast mich ja selber oft nach Mülheim eingeladen und ich habe dann gesehen, dass im Grunde Mülheim fast dir gehört heute. Ja, kann man fast schon sagen. Ja. Du musst aber auch zwischen den Zeilen lesen. Das sind ja manchmal auch, so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das alles stimmt, was in dem Buch steht. Davon bin ich. Aber der Verlag sagt, es ist alles 100% klar. Ja, der Verlag. Es ist eine Biografie. Es ist eine Autobiografie. Das muss stimmen. Und vor allem ist es schon die zweite Autobiografie, was ich so toll finde, weil bedeutet das dann, dass die erste nicht mehr gültig ist? Oder sieht man, wenn man älter ist, das Leben noch mal? Überarbeitung ist einfach eine Überarbeitung. Erstmal ist klar, man sieht es stimmt alles. Ich war dabei, Bodo. Bodo ist mein Chauffeur. Ich habe es ja länger nicht gelesen. Das ist ja Wahnsinn. Wie lange brauchst du denn, um so ein Buch zu schreiben? Auch längere Zeit. Also jeden Tag eine Seite, dann komme ich dann auf, warte mal, 139 Tage. 138. Ja, Mensch, haben Sie eine Seite daneben Ich sag mal, so zwei Monate oder so sitze ich dann. Die Recherchen über mich selber sind natürlich auch sehr Zeitraum. Wenn man so ein Buch jetzt schreibt, wird man ja sehr mit seinem eigenen Ich konfrontiert. Das ist auch ganz mit den wahr. Abgründen. Das ist richtig. Und welche Abgründe hast du bei dir entdeckt, von denen du heute sagst, hätte ich die doch nie entdeckt? Naja, das ganze Buch ist eigentlich der Abgrund. Also das das habe ich jetzt nicht so gelesen. Also du kannst es so lesen, wie du willst. Das ist das Schöne daran. Jetzt heißt es aber Bonbon aus Wurst. Mhm. Der Titel gefiel dem Mann, der diesen Verlag betreibt. Warum, weiß ich nicht. Ja, wie, hat das überhaupt keine Idee dahinter? Doch, guck mal hier. Ja. Da reitet ein Mensch auf einer Wurst. Die haben dann hier so Wurst hingemacht am Rand. Wurstscheiben. Das ist es schon. Das muss reichen. Das soll man in unserer Welt muss das reichen als Erklärung. Es ist alles doch so. Aber was der Fan nicht weiß oder was der Nicht-Fan nicht weiß, es gibt ja auch einen Song. Der heißt Bonbon aus Wurst. Den habe ich schon lange nicht mehr gesungen. Könnte ich mal wieder machen. Aber heute? Nee, heute nicht. Warum? Aber ich kann es natürlich machen. Aber du bist, selbst wenn du nicht gut bei Stimme bist, besser als die meisten, die gut bei Stimme sind. Bitte, ja. Ja. Soll ich dann jetzt singen? Let's a good times rock. Ja, hau rein. Soll ich? Ich hab, hast du einen Text dabei? Ja, ich wollte mich auf der Blockflöte begleiten. Ah, das ist natürlich schwierig mit Gesang, oder? Aber dann kann ich nicht singen, ne? Ja. Soll ich die Begleitung machen? Ja, aber dann kann ich die Blockflöte wegschmeißen. Da darf keiner dran. Ach so. Ach so. Nee. Pass auf, ich sing ohne alles. Ja, a cappella. Okay. Genau. Mal sehen, ob ich es noch drauf habe. Wie geht's nochmal? Sie war sehr schön und hatte eine tolle Dauerkrause. Ich küsste sie im Voraus und nahm sie mit nach Hause. Ich zeigte ihr den Keller und auch den Bügelraum. Bügelraum? Nee, das stimmt aber nicht. Und auch.
Zeig dir den Keller noch. Das ist aber schön, der Bügelraum. Ja, ja, ist gut, aber warte mal. Zeig dir den Keller und auch den Bügelraum. Doch für all die schönen Zimmer interessierte sie sich kaum. Es war das Bonbon aus Wurst, das ihr Glück gebracht. Bonbon aus Wurst, die ganze Nacht. Bonbon aus Wurst und so weiter.